Zuhörer, hallo Fintechs, heute aus der Serie Fintech Unpacked. Heute mit Opium, wir testen GetSafe. Das packen wir jetzt erstmal schön auf dem Handy aus und sehen eine kleine App hier. Hier diese App, seht ihr die? Die mache ich jetzt mal auf. Und ich sehe schon, dass meine Versicherung geprüft wird. Das ist sehr lobenswert, dass die alte Leipziger geprüft wird. Da habe ich nämlich gar keine Versicherung. Bei der Barmenia wird sich sicherlich mein Makler Björn Becker ein wenig wundern, dass diese jetzt aus seinem Bestand verschwindet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja einen Vertrag geschlossen mit GetSafe und das geht ganz einfach. Und ihr seht hier die Unterschrift. Ja, ich mache das mal ein bisschen näher ran. Ja, mal so von der anderen Seite, dass man das auch sehen kann. Und simsalabim, in der E-Mail findet ihr dann auch einen wunderbaren Maklervertrag. Links von Herrn Wiens, rechts von mir. Andersrum. Links von mir, rechts von Herrn Wiens. Das ist auch richtig so, weil im Geschäftsleben ist es immer so, dass der Höherwertige in der Hierarchie immer rechts unterschreibt und der Vollidiot links. Und das passt eigentlich auch ganz prima dazu zum Standing, weil alle Makler ja Verbraucher und freundlich beraten. Jetzt, wenn wir uns diese kleine App mal anschauen, dann sehen wir hier gleich schon den ersten Skandal. Man sieht hier ein iPad. Und ich habe hier oben mal GetSafe eingegeben und es gibt keine iPad-App. Es gibt eine iPhone-App, es gibt keine iPad-App. Hallo Fintechs, das ist was für 2.0. Aktuell bin ich in der Anfrage nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung und bei der Beantwortung der Frage auf die Größe ist mir ein Tippfehler unterlaufen. 79 cm groß und 179 Kilo schwer. Ich warte auf Antwort, auf Angebote, genauso wie auf das Hundehaftpflichtangebot für den, was hatten wir denn da? Ich glaube, wir hatten einen Terrier, hier, wie sind wir im Kampfhundmix? Stefford. Stimmt, das war ein Stefford. Stimmt, ne? Also Sonding und Sonding. Ne? Und dann mal gucken. Und das Ganze so ein bisschen nichts. So, meine Damen und Herren, also das ist jetzt also Teil 1 von GetSafe. Wir fassen einfach mal zusammen. Da werden die tollsten Unterschriften verglichen. Es gibt keine iPad-App. Ja? Ich warte auf meine Berufsunfähigkeitsangebot. Das Maklerhonorar haben wir. Ob wir da noch lustige Sachen finden. Ja, was mir auch neu ist, dass die Fintechs jetzt in der Mitwirkung der Schadensregulierung tätig sind. Das finde ich sehr interessant. Dachte immer, dass ein 34D-Makler, Sachverwalterurteil, dass das immer eine kritische Geschichte ist. Wir werden sehen. Also wenn ich meinen BU-Antrag habe, dann wird natürlich gleich zwei Tage später erstmal der Leistungsantrag gestellt, weil so schnell werde ich sicherlich nicht wieder zu reich und berühmt werden, ob das medial ist oder ob das über die Berufsunfähigkeit ist. Wir werden das sehen, meine Damen und Herren. I keep you posted. Ansonsten hier Opium 2.0. Es geht weiter. Der nächste im Fintech Unbox wird mutmaßlich Knips sein. Tschüss.